herzlich begrüßen als meinen nächsten Gast den Martin Frischknecht von der Firma Fritonex aus der Schweiz, der Schweiz. Martin Frischknecht, herzlich willkommen. Hier ist das Mikrofon. Vielen Dank. Guten Abend. Gut. Wir können Schweizerdeutsch reden. Ja, okay. Versteht jemand kein Schweizerdeutsch? Sollen wir Hochdeutsch reden? Mir spielt keine Rolle. Lieber Hochdeutsch, okay, gut. Sie haben uns da was Tolles mitgebracht. Was? Ja, so materiell ist die Sache ja auch nicht. Okay. Ich möchte mal ganz klarstellen, mir ist bewusst, heilen heißt ja ganzheitlich, das ist Psyche, soziales Umfeld, richtig, Schicksal, was die Seele, schickt. Ein Zufall ist, was einem zufällt, eine Aufgabe. Mir ist ganz klar, dass jeder Ursprung einer Krankheit einen geistigen Ursprung hat, feinstofflich, das ist ganz klar. Und ich denke, wenn der Mensch aus feinstofflichen Gründen grobstofflich krank wird, das heißt, er geht von Zürich nach Bern, dann ist der Rückweg von Bern nach Zürich und nicht von Zürich nach Bern. Das heißt, ich habe im grobstofflich einzugreifen, um dann eigentlich die Harmonie dann im feinstofflich wieder zu finden, da wo es herkommt. Das ist eigentlich das Ziel, meine Technik. Okay, was ist der Martin Frischknecht vom Beruf? Ich bin Elektroingenieur. Und ich durfte glücklicherweise 20 Jahre sehr krank sein. Und heute bin ich kerngesund. Ist es so, dass viele Menschen, die selber krank waren oder die selber eine Leidensgeschichte hinter sich haben, plötzlich kreativ werden und etwas erfinden und dann zum Heiler werden? Ja gut, Heiler bin ich nicht geworden, obwohl ich magnetopathische Fähigkeiten habe und auch Seelenkommunikation recht gut verstehe. Ist doch so, dass ich durch eine... Aspekt der Dunkelheit oder der schlechten Erfahrung, wird man reif daraus. Was für eine Art von Krankheit? Ich war 20 Jahre Rheumatiker und Epileptiker, ja. Okay. Mit 25 bis 45 und heute, übernächste Woche werde ich 59 und bin kerngesund. Sehr glücklich. Super, prima. Und die Lösung ist in der Schachtel. Ja, könnte es sein. Ich meine, ich möchte hier nicht ein Verkaufsseminar durchführen, doch eben kann ich Ihnen ganz kurz etwas zu diesen beiden Tubes hier sagen. Ja. Die Kraftröhren. Ja, sehen Sie, einer der größten Fehler überhaupt in der Schulmedizin ist, dass man eine Krankheit bekämpft. Mhm. Weil durch Bekämpfen der Krankheit wird die Krankheit stark und der Mensch wird schwach. Das ist mal ganz logisch. Die wissen nicht, wo umgehen mit der Energie, was Energie ist. Wer von Ihnen war heute Mittag in dem Pierre-Frank-Vortrag? Ist da noch jemand dabei? Er hat es auch gesagt, oder? Das Universum kennt kein Nicht und kein, oder? Wenn wir etwas bekämpfen, dann richten wir die Aufmerksamkeit darauf und dann machen wir es stark, richtig? Das ist so. Und wenn man mit Antibiotika arbeitet und man nach dem monomorphistischen System denkt, wenn ein Körper eine Infektion hat, tötet man diese Erreger ab, dann ist er wieder gesund. Finde ich, ist eine sehr primitive Denkweise, weil man überhaupt nicht das Ganze einbezieht. Man will einfach das abtöten, dann ist wieder gesund, ohne was zu denken dabei. Ich habe gedacht, irgendetwas muss da gehen. Und dann habe ich ja diese Bücher mal gelesen. Ich habe 71 schon mit Frequenzen auf den menschlichen Organismus Versuche gemacht. Ich habe gewusst, etwas geht da ab. Wie bei der Musik. Die Musik hat auch verschiedene Aspekte. Musik zum Verblöden, Musik, die zum lustig stimmt, traurige Musik, ja und so fort. Schwere Musik, Moll, Dur, Tonarten, da hat es auch mit dem Licht, hat es ja Licht, das schädlich, nützlich ist. So gibt es auch Frequenzen, die offenbar nützlich oder schädlich sind. Also das sind Frequenzinstrumente, Frequenzgeber. Hochfrequenz-Tanzgeräte, ja. Weil die Idee war die, als ich dann 95 diese Bücher von Clark gelesen habe, da hieß es ja auch, diese Zapper heißt ja abtöten, abknallen, abschießen, habe ich gedacht, da stimmt etwas nicht, weil im Grunde genommen sollte ja der Mensch sich stärken und nicht gegen das Negative kämpfen, wie ich vorhin gesagt habe. Also diese Zapper, das sind Geräte, was machen die Zapper normal? Ja, also aus meiner Sicht jedenfalls nicht das, sie tönen nichts ab. Nein, die Universität München hat ganz klar bewiesen, mit Frequenzen kann man keine Erreger abtöten. Das ist ganz klar. Und das heißt in der Elektrotechnik, wer misst, misst Mist. Das ist so. Und deshalb habe ich eine Lösung gesucht, weil ja die Frequenztechnik mit den Zappen will ja auch abtöten. Das ist dann nach dem monomorphistischen System. Ich suche das pleomorphistische System, das sich... diese Erreger ja wandeln können aufgrund des schlechten Milieus, Übersäuerung, Vergiftung und so weiter, Energiemangel, Bestrahlung, Schneiden, Stechen, Brennen, wie das Milieu verändert, da kann sich aus dem Blutkörperchen eine Trichomonade, Borreliose bilden, aus dem Nichts sogar, wenn man ihnen einrät, eine Vogelgrippe, gibt es auch Vogelgrippe, das ist klar, das ist eine reine geistige Angelegenheit.
Okay, und dann haben Sie was Schlaues erfunden. Ich habe gesehen, dass wenn ich eine Frequenzmodulation mache mit drei Frequenzen nach dem göttlichen Trinitätsgesetz, das ist ja ein geometrisches Urzeichen des Kosmos, von drei Frequenzen in Hochfrequenz, da richte ich molekulare Struktur wieder in Ordnung. Und das ist ja heute an der Uni München klar bewiesen worden, dass das so ist. Also es sind drei verschiedene Frequenzen, die das Gerät sendet. Genau. Und die gehen durch den Körper durch? Oder wie? Und harmonisieren die Moleküle. Wie muss man sich das vorstellen? Was muss man machen mit dem Gerät? Also müssen muss man gar nichts. Was darf man machen? Gut, das hört schon besser. Warum Gold und Silber? Weil es auch vorschriftlich ist. Das könnte man schon wohl so sagen. Das ist 24 Karat und dann das Silber, 1000 Milliam. Das Problem ist, die Geräte sind ja TÜV zertifiziert, zugelassen als medizinische Geräte, übrigens in ganz EU. Dann auch zugelassen in Johannesburg unten, in Südafrika, in Australien, in den Philippinen ist es ein vorgeschriebenes und empfohlenes vom Department of Health, DOH heißt das. Eine Therapiemethode auf den Philippinen und da haben sich sicher, ich glaube, 1 Million Menschen schon therapiert auf den Philippinen. Alles durch Geräte, die ich gespendet habe. Das habe ich im Hilfswerk da. Ja. Wie lange bauen Sie die Geräte schon? 11 Jahre. 11 Jahre. Oder? Also die PowerTube ist entstanden in meinem Geiste. Übrigens, ich habe die Technik geträumt. Ich habe 71 Jahre diese Versuche gemacht und dann habe ich die Bücher gelesen und dann irgendeinmal, ich habe in ganze 97 geforscht, was könnte man machen? Und ich habe immer das mit dem Abtöten und so immer, das hat mir nicht gepasst. Da habe ich einmal gedacht, im Dezember 97 kam mir die Idee, es muss nach dem Trinitätsgesetz gehen. Das Trinitätsgesetz ist wie die Levitation oder die Gravitation. Ich meine, wenn Sie die Badewanne rauslassen, haben Sie so einen Wirbel. Das ist ein Wirbel, das ist die Gravitation. Und wenn es dann rausläuft, das Wasser, tönt es doch so schön. Das ist die Levitation und diese beiden Wirbel reiben an sich einander und das gibt Energie durch Reibung. Wie Mann, Frau, ich sage, wenn sich Mann und Frau reiben aneinander, hat es auch schon Kinder gegeben. Und das Kind ist die Energie, das ist das Produkt von Mann und Frau, von Plus und Minus. Das habe nicht ich gefunden, das ist ein Gesetz. Okay, also was muss man machen mit, oder was darf man tun mit diesem Gerät? Ich kann das einschalten, ich kann es dosieren auf eine bestimmte Dosierung, das heißt ja QuickSap. Es sendet drei verschiedene Frequenzen. Ja, das ist Hochfrequenz, also es beginnt bei Mittelwellenbereich und geht bis 200 MHz. Jetzt spüren Sie was in der Hand? Nein, ist noch nicht eingeschaltet. Es ist nur aktiviert und jetzt schalte ich den Prozess und halte das in die Nase, an den Bauch oder wenn Sie Schmerzen haben, also wenn jemand Schmerzen hat. Da. Am liebsten hätte ich so einen Bauchkrampf hier. Hat jemand einen Bauchkrampf? Das wäre fantastisch, weil es geht sehr schnell. Man kann gleich zuschauen. Ich kann auch einen Test machen, kann Ihnen zeigen, wie es den Körper bewegt. Das ist unheimlich. Und das ist auch erwiesen. Wir haben ja jetzt Studien an der Uni München gemacht und da ist ganz klar daraus hervorgegangen, dass es erstmals weltweit gelungen ist, mit dieser Technik hier, ein Eiweiß, ein Protein zu erzeugen, das quasi ein Antistressprotein, das zur Gewinnung von Energie in den Zellen wirkt. Das heißt, man kriegt sofort Energie und sie geht nicht weg, sie bleibt. Das ist das Verrückte. Wenn es so elektrisch ist, dann stellt man sich immer so zwei Kabel vor, die man anfasst und dann fließt ein Strom durch den Körper. Hier bei dem Gerät ist ein schwarzer Ring. Das ist die Isolation, das sind zwei Pole, ein Pol, wobei es ist eine symmetrische Wechselspannung. Also ich könnte das einfach so. Zahninfektionen, Schmerzen, Verbrennungen. Das heißt, ja auch über die Reflexe durch die Organe auch schon abgedeckt. Und dann fließt ein Strom zwischen... Eine Wechselspannung zwischen, jetzt zwischen Wange und Oberkörper, ja, wie ein Kreis. Okay. Das heißt, ich achte darauf, dass das Problem, das ich habe, in diesem Kreis sich befindet. Und alle Zellen, die davon betroffen oder jetzt auf diesem Weg liegen, alle Körperzellen, was passiert mit denen? Die werden fibriert. Sie können sich das vorstellen, wie wenn Sie Paprika in ein Glas füllen. Mit dem Messer streichen Sie oben ab und das klopfen Sie die Dose auf dem Tisch. Was passiert? Der Paprika geht runter, der Spiegel. Und genau dieses Volumen, das jetzt verjüngt wurde, in diesem Volumen ist die pathogene Information. Das ist genau identisch nach dem Trinitätsgesetz. Wir haben Vergrößerung bis 1 zu 30 Millionen. Da kann man schauen, in Mitochondrien. Da sehen Sie diese kristalline Struktur. Solche Bilder haben Sie auch? Da habe ich ein Buch, ich habe das übrigens geträumt, das Buch geschrieben und 14 Tage später habe ich es von einem Atomphysiker bestätigt bekommen. Ja. Das heißt, es ist altes atlantisches Wissen. Das bin ich überzeugt. Also eine Verbindung, kann man sagen, zwischen spirituellem Wissen und Wissenschaft?
Das ist so, weil ich stelle fest, dass die Menschen anders denken beginnen. Weil stellen Sie sich mal vor, wenn ein Mensch 20 Jahre Asthma hat und plötzlich über Nacht ist es einfach weg. Was glauben Sie, was der denkt? Der beginnt sich plötzlich zu interessieren, hey, was ist mit mir 20 Jahre passiert, ohne dass ich es gemerkt habe? Ich bin ja, wie man sagt, alleine herumgeführt worden. Da beginnt sie plötzlich Eigenverantwortung zu entwickeln. Und das ist das, was ich will. Ich möchte durch ein revolutionäres Gerät den Menschen zeigen, wie einfach das Leben wäre, wenn man es ja packen würde. Ich meine, etwas Geniales ist immer einfach. Man sagt, es ist einfach genial. Ich habe doch niemanden gehört, das kompliziert genial. Und so ein Gerät kann man, wie oft muss man sich damit behandeln oder wenn man einen Schmerz hat jetzt? Ich meine, oft genügt eine Behandlung von ein paar Minuten. Es kann auch sein, dass es bei chronischen Leiden, bei Rheuma, meine diese Finger da, die knubbeligen Finger, das Ganze, das braucht auch dann schon einiges dazu, auch Mineralstoffe, Wasserkonsum, Vitamine. Ich war da an einer Messe in Zürich, habe ich mit dem Dr. X gesprochen, der Rheuma-Liga, und habe ihn gefragt, was tun Sie da? Und da hat er gesagt, Stützstrümpfe und jenes, habe ich gesagt, Sie, ich habe noch eine Idee, da fehlt was. Was fehlt Ihnen? Ja, ein Blatt, da schreiben Sie mal die Gründe von Rheuma drauf. Bewegungsmangel, Wassermangel, Vitaminmangel, Mineralstoffmangel, Übersäuerung, Sauerstoffprobleme, Bestrahlung, Vergiftung und, psychische Leiden, karmische Leiden. Das gehört hier auf das Blatt, nicht nur ein Stützstrümpfe und eine Gehhilfe, dann eine weiche Unterlage. Da war er ziemlich wütend. Das ist das, was immer... Super. Das ist dann das, was von der oder in der Schulmedizin häufig übrig bleibt. Einfach die guten, altbewährten Rezepte, die schon die letzten 15 Jahre funktioniert haben. Wenn jemand Lust bekommen hat, sich da mal intensiver mit auseinanderzusetzen, wo kann er sich treffen? Am liebsten hätte ich ganz kurzen kinesiologischen Muskeltest hier gemacht auf der Bühne mit jemandem, der noch nie eines in der Hand gehabt hat, natürlich. Am liebsten jemand, der ein bisschen ein Problem hat, natürlich. Okay, haben wir jemanden? Keine Schulterschmerzen rechts. Ja, dann kommen Sie mal, ich will Ihnen gleich mal zeigen, wie das... Machen wir das ganz kurz... Was meinen Sie? Hallo, grüß Gott, wie heißen Sie? Hanna. Was haben Sie für Schmerzen? Im Moment gerade hier in dem Bereich. So. Und das habe ich oft. Im Rücken, okay. Dann muss ja, wenn Sie es oft haben, dann haben Sie es immer, weil Sie es oft haben. Muss Sie sich ausziehen, oder? Weil ich habe viele Leute, die sagen, ich habe immer Rückenschmerzen. Tut es mir leid, kann nicht helfen, weil Sie immer Rückenschmerzen haben. Kommen Sie auf die Bühne? Bis jetzt. Bis jetzt, Sie suchen eine Lösung. Ja, ich kann da mal Folgendes machen. Ich fährt jetzt ein Mikrofon, also jemand, der das hält. Ich kann das mal so wegtun. Ich mache mal zuerst einen kinesiologischen Vortest. Mit Ja-Nein-Test. Machen wir mal so. Traut man heute fast nicht mehr so zu halten, aber denken Sie an eines. Der Karl Valentin hat ja gesagt, zum Glück hat der Hitler nicht Kräuter geheißen, sonst hätten alle geschrieben Heil Kräuter. Festhalten, ganz straff. Also, ja. Jetzt, nein, einfach so. So, ja. Schauen Sie mal irgendwo raus da und jetzt denken Sie ein ganz kräftiges Ja. Ja, sagen Sie auch ja. Ja. Festhalten, spannen. Spannen, fest. Sehr schön. Sagen Sie nein. Bleibt Sie oben? Nein. Nein. Festhalten, so fest Sie können. Nochmal, nein. Nein. Festhalten, so. Jetzt machen wir es nochmal anders, dass Sie sehen, es ist nicht gemogelt. Sie haben einen Vornamen oder einen Doppelvornamen? Zwei Vornamen. Ach, aber einen Rufname haben Sie. Oh, ja, das haben Sie schon gesagt. Oh, Entschuldigung. Jetzt machen wir es so. Sie denken Ihren Vornamen oder Sie denken falsch? Und ich schaue, ob Sie den richtigen denken. Sie können dann immer noch Hanna sagen oder Verena. Oder ich schaue, ob ich herausfinde, dass Sie sehen, dass es mit rechten Dingen zugeht. Aber nicht zwei denken, nur den einen. Also jetzt denken Sie Ihren Namen oder irgendwie, wie wirkt das? Jetzt denken Sie, festhalten. Ja, das war sicher der gelogene Name. Das war nicht der richtige, stimmt's? Gut, weiter im Text. Denken Sie Ihren Vornamen, Ihren Rufnamen, festhalten. Ja, da bin ich fast der Meinung, es war der Richtige. Mhm. Weiter im Text, denken Sie den Richtung oder den Vornamen irgendwie? Halten Sie? Ja, das ist das zwischendurch, ich denke, Sie sind ein bisschen geschwächt, das könnte der Richtige gewesen sein. Stimmt's? Sind beide der Richtigen gewesen. Ja, ja, dann also haben ich Sie hab jetzt, aber ich, meine, ich muss den Ruf, den richtigen Rufnamen. Richtigen Ruf. Ja, noch einmal, denken Sie den irgendwie, denken, halten. Da bin ich überzeugt, das ist der Richtige. Mhm. Stimmt's? Weiter, noch einmal, bitte, denken, halten. Das ist der Falsche gewesen. So, jetzt zeige ich Ihnen, wie das Gerät auf den Körper wirkt. Da hinhalten, da hochhalten. Ich schalte hier mal ein, zwei Minuten einstellen. Und jetzt, wenn der Körper homogen ist, brauchen Sie diese Frequenzen nicht, Sie sind stark. Aber wenn Sie sie brauchen, sind Sie schwach. Jetzt schalte ich mal ein, Sie schauen da nur zum Fenster raus, ein bisschen höher, so, zack.
Start der ersten Frequenz, festhalten. Da sitzt ein Vögelchen drauf, da können Sie nicht halten. Sehen Sie, jetzt wird sie schon stärker. Halten Sie. Jetzt sind sie schon stärker. Und jetzt kann ich schon fast nicht mehr drücken. Zweite Frequenz, manuell weitergeschaltet, festhalten. Halten. Federleicht. Federleicht, immer stärker. Sie sollte eigentlich immer müder werden, oder? Im Gegenteil, sie wird stärker und noch stärker. Dritte Frequenz. Dritte Frequenz, so, festhalten. Total schwach. Schwach. Stärker. Noch stärker. Therapie beendet, danke. Gut. Wie fühlen Sie sich? Ich habe jetzt kein Rückenweh mehr. So einfach geht's. Also. Martin Frischknecht, herzlichen Dank. Wer noch Lust hat, mit Martin Frischknecht das Gerät auszuprobieren oder sich näher zu informieren, er hat oben auch einen großen Stand in der Halle und ist morgen auch noch den ganzen Tag da. Gut, dann sind wir schon in der Halbzeit angekommen. Hier vorne sitzen tolle Menschen, die uns kurz musikalisch verwöhnen werden und unsere Heilprozesse, die da noch ablaufen auf der Bühne mit dem Hartmut, unterstützen werden. Wir machen eine kurze musikalische Pause.